Ja, es brodelt immer stärker beim SCR Altach. Die Vorarlberger kassieren in Graz die nächste bittere Pleite und stecken damit schon nach 4 Runden in der sportlichen Krise. Ich begrüße Sie zu Dein Verein SCR Altach mit Manuel Ortlechner an meiner Seite. Manuel, ich frage jetzt mal ganz banal, was ist denn nur los mit den Altachern? Ja, ist eine gute Frage. Ich als bekennender Fan des Altacher Fußballs, habe ich schon oft genug auch an dieser Stelle gesagt, tue mir langsam auch natürlich schwer, weil man immer versucht, jetzt in letzter Zeit einen gefälligen Fußball an den Tag zu legen, aber mit einer komplett fehlenden Konsequenz auch Richtung letztes Drittel. Und ich habe so das Gefühl, dass es vielleicht auch hierarchische Themen gibt in der Mannschaft. Und ich bin ja auch jemand, der es für sehr wichtig erachtet, dass es auch intern passt, dass man da auch einen gewissen Drive und einen Spirit in der Mannschaft hat. Und vom Gefühl her ist der ein bisschen verloren gegangen in den letzten Wochen. Was meinst du konkret mit hierarchischen Themen? Na, gutes Beispiel ist natürlich auch immer dieses Thema, der Kapitän, spielt er nicht. Das alleine macht schon mal ein gewisses Thema auf. Dann gibt es gewisse Führungsspieler, die nicht wirklich wahrscheinlich auch laut sind. Ich glaube, die Mannschaft ist, wenn es gut läuft, dann funktioniert das Werkel. Aber wenn es nicht läuft, habe ich so das Gefühl, dann gibt es nicht wenige, die auch das Wort erheben, die auch sich mit der Mannschaft zusammenrufen, dass man zusammensetzt und mal darüber plaudert, unabhängig von Trainern. Das ist so ein Gefühl, auch bei Aussagen, da wird schon ab und zu auch einmal auf die Mitspieler auch hingehaut, was ich jetzt nicht so verwerflich finde, weil man kann ruhig auch einmal den Gefühlen freien Lauf lassen. Aber in der Summe, diese vielen Puzzleteile ergeben dann dieses aktuelle Bild, ja, das wir momentan sehen. Ja, rein spielerisch ist wohl die Defensive momentan die größte Baustelle, was ein bisschen verwunderlich ist, weil ja die Defensive eigentlich dieselbe ist als in der vergangenen Saison. Ja, aber wenn du dir anschaust, welche Tore man kassiert und die resultieren fast immer auch in dieser fehlenden Konsequenz und diese Abgebrühtheit und diesen unbändigen Willen, ein Tor zu verhindern und speziell jetzt im letzten Spiel war es augenfällig, dann wird es ganz, ganz schwer, dass du Punkte machst. Und nach vorne hin klappt es momentan auch nicht so und das war auch jetzt in diesem Spiel augenscheinlich und das hat man nur selten gesehen, dass man zu ganz wenigen Torchancen kommt. Und wenn es vorne nicht klappt und hinten man auch diese Konsequenzen Abgebrühtheit vermissen lässt, dann kannst du einfach auch nicht punkten in der Liga und dann stehst du in der Tabelle dort, wo man jetzt gerade ist. Ja, die 4 Gegentore, Manuel, die ersparen wir uns und natürlich auch Ihnen, liebe Zuschauer. Aber wir gehen gemeinsam mit Johannes Tatarotti auf Ursachenforschung. Der war nach dem Spiel bei meinem Kollegen Marco Stankovic. Das Paradox ist, wir trainieren sehr viel an der Defensive momentan, aber wir bringen es vom Training nicht in das Spiel rüber. Im Training schaut es teilweise schon super aus, aber sobald wir im Spiel sind, ich weiß nicht, verlieren wir das Glauben daran, den Glauben daran, an was wir trainiert haben. Und dadurch schaut es so aus. Körpersprache, ein ganz wichtiges Element im Fußball. Natürlich, wenn man im Rückstand gerät und natürlich verunsichert ist, wird es schwieriger. Aber das sollte doch eigentlich die Mindestvoraussetzung sein. Natürlich, natürlich. Es ist auch klar, dass man nicht mit dem allergrößten Selbstbewusstsein spielt in so einer Phase. Aber ja, ich finde auch, über den Kampf, über die Körpersprache kann man da schon was bewirken. Und nur so werden wir aus dieser Phase rauskommen. Ja, die Ligapause, Manuel, die wird den Altachern jetzt richtig gut tun, denke ich mal. Wo muss man ansetzen? Muss man einfach Ruhe bewahren oder was muss man tun? Ja, grundsätzlich glaube ich, dass die Verantwortlichen des Vereins auch in den Aussagen schon eine gewisse Gelassenheit bezüglich der aktuellen Lage auch demonstrieren. Möglichst auch so ein Thema, das hat dem Trainer auch den Rücken gestärkt, wie ich finde, sehr gut auch. Aber trotzdem muss man sich zusammensitzen und dieses Gesamtthema überdenken, wie man momentan auch nach außen auftritt. Also ich glaube schon auch, dass die Mannschaft, wenn sie sich zusammenrauft, auch zusammenfindet. Und da geht es auch immer um andere Dinge, wie nur das Sportliche, dass man dann wieder das wahre Gesicht zeigen kann und muss auch. Weil man muss aufpassen, es gibt da nicht so viele Spiele im Grunddurchgang. Und dann setzt man sie unten fest. Und eines der Ziele war ja trotzdem, vielleicht auch Richtung Meistergruppe zu schielen. Auch absolut verständlich mit der Qualität, was man die letzten Wochen auch so, oder letzten Monaten gezeigt hat. Aber da ist man gerade meilenweit davon entfernt und da muss man ganz, ganz schnell wieder hinfinden. Da muss einmal tacheles geredet werden und braucht sich auch keiner ein Blatt vor den Mund nehmen, braucht man keine Kamera dazu, sondern einfach auch einmal intern drüber reden. Ja, jedenfalls liegt richtig viel Arbeit vor den Verantwortlichen und Christian Möckel, auch der war nach dem Spiel bei Marco Stankovic. Ich denke, wir haben einen Weg, wofür der SC Altach steht.
Wir haben nichts großartig geändert. Wir hatten nicht so viele Abgänge. Aber wichtige Abgänge. Sydney Sam zum Beispiel, der konnte nicht adäquat ersetzt werden bis dato. Ja, natürlich nicht. Ich glaube, das kann Altach auch einfach nicht. Das war einfach damals eine glückliche Fügung, dass wir ihn bekommen haben, dass er uns geholfen hat. Aber das kann ja nicht der Standard sein, dass wir Spieler wie Sydney Sam nach Altach holen, wenn man unser Budget kennt. Wir haben das versucht aufzufangen. Im Moment funktioniert es nicht, muss man ganz klar sagen. Müssen wir uns hinterfragen, muss die Mannschaft sich hinterfragen. Und natürlich gehen wir auch in die Diskussion, was wir besser machen können. Jeder ist gefordert, jeder Einzelne. Und ja. Von daher, wir haben jetzt 3 Wochen Zeit bis zum nächsten Spiel und werden sicherlich einige Gespräche. Mit Pastor? Ja, sicher, natürlich. Mit Pastor an der Outlinie? Ja, mit Sicherheit, so 100%, weil ich gebe den Spielern hier kein Alibi. Nochmal ganz ehrlich. Wer das Spiel gesehen hat, was kann ein Pastor dafür, wenn die Spieler nicht am Mann sind, wenn sie nicht in den Zweikampf gehen, wenn sie individuelle Fehler machen, wenn sie das Tor nicht treffen? Mir ist das einfach zu einfach, dann immer den Trainer hinzustellen. Natürlich ist es irgendwo in der Konsequenz, kannst du nicht 25 Spieler austauschen. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Wie gesagt, ich bin von der tagtäglichen Arbeit von ihm überzeugt. Wir haben einen Plan, der im Moment überhaupt nicht aufgeht, das wissen wir auch. Und daran arbeiten wir, aber nicht an irgendwelche Szenarien, dass wir einen Trainer austauschen. Ja, Christian Möckel stärkt also, wie du es auch schon erwähnt hast, Alex Pastor den Rücken. Darf in so einer Phase nach nur 4 Runden, wo es eben nicht läuft, der Trainer noch kein Thema sein? Oder sollte man doch irgendwie sich zumindest Gedanken drüber machen? Es gibt Vereine in Österreich, da wurde der Trainer schon 3-mal ausgetauscht nach 3 Runden. Ich sage, das sollte man sich eher nicht als Vorbild nehmen. Darum finde ich es eigentlich ganz gut, dass man sagt, na, man ist nach wie vor überzeugt. Aber wenn man es sagt, dann muss man es auch wirklich sein, weil ganz, ganz oft hört man solche Parolen natürlich und eine Woche später ist der Trainer dann Geschichte. Also wenn es wirklich ist, so meinen, dass sie überzeugt sind, finde ich das sehr gut. Dann sollte man sich auch nicht irritieren lassen vom aktuellen Tabellenstand. Man muss nur schauen, dass man es intern wieder korrigiert. Die Qualität ist da, aber ein bisschen der Spirit fehlt mir ein bisschen auch. Und um ehrlich zu sein, der Hunger auch der Truppe. Also man sieht ja auch, es gibt Mannschaften, da merkst du von Beginn weg, die wollen um jeden Preis heute gewinnen. Das siehst du an allen Elementen des Spiels. Und das fehlt mir gerade, obwohl sie ja sehr gut Fußball spielen. Ja, dann hoffen wir, dass dieser Hunger ganz, ganz bald zurückkommt und es nach der Liegepause beim SCR Altach schnell und steil wieder bergauf geht. Und einer, der das ganz bestimmt auch hofft, ist Jürgen Köck, der Masseur der Altacher, für den sein Job beim SCRA eine absolute Herzensangelegenheit ist. Ich bin in Altach seit 5 Jahren und vorher war ich auf dem Bau, ganz interessant. Und dann bin ich vom Eishockey, vom Football zum Hobbymasseur, zum super schönen Profimasseur geworden. Und das ist eine super Herausforderung und macht ja eine Menge Spaß. Man lernt viele interessante Leute auch kennen, natürlich auch Fußballer, sonstige, nette Leute. Es ist sicher ein Traumjob. Weil, von Anfang an habe ich schon gesagt, wenn ich zum Therapeuten und Masseur will, ich im Sportbereich bleiben und nie irgendwie in einem Wellnesshotel so arbeiten. Weil, warum? Weil es einfach immer wieder ein neues Erlebnis ist. Und jetzt gerade in diesen 5 Jahren, wo ich jetzt da bin, viele Spieler sind gewechselt worden, wie an Luxbacher nach St. Pölten, an Lienhardt nach Hartberg. Die Spieler, man sieht sie wieder. Das ist schon immer, es ist immer was Neues und immer wieder eine neue Herausforderung. Ja, Manuel, der ist mit Herz und Seele Masseur beim SCR Altach. Gerade in so einer Phase, wo es nicht so läuft, ist er da mehr Psychotherapeut als Masseur? Was sind da so deine Erfahrungen? Ja, na klar, und die Zeit, wo du dann auf der Massagebank liegst, da redest du ja nicht immer nur über Sportliche aus. Ich finde, dass man ganz oft natürlich auch andere Themen anschneidet, ist auch ganz ein wichtiger Punkt, wie ich finde. Dadurch kommt man sich auch näher, es wird auch menschlicher, das Ganze. Es ist ja nicht nur ein reines Verhältnis, ja, Spieler oder Masseur und dann geht man auseinander, sondern dann stehen ja auch Freundschaften. Das ist, glaube ich, im Beitrag auch ganz gut rausgekommen, dass man sich freut, wenn dann ehemalige Spieler mal wieder trifft.
das ist, finde ich, schon auch eine Kraft vom Fußball, dass da Freundschaften dann natürlich über lange Jahre auch bestehen können. Und man sieht es auch, er ist sehr stolz auf das, was er macht. Das ist auch für mich etwas, wo ich denke, das merkt man auch gleich, ob das für jemanden lästig ist, diese Arbeit, oder ob er es wirklich gern macht. Und da denke ich, kann sich auch in dieser Phase vielleicht der andere Spieler auch ein bisschen was abschneiden auch von ihm. Weil ich denke, da muss auch eine gewisse Demut herrschen, für dass man seinen Traumjob ausüben darf, Tag für Tag. Aber da muss man auch jeden Tag alles reinwerfen. Ja, er kommt ja aus einem völlig anderen Bereich, hat uns erzählt, dass er eigentlich ein Maurer ist. Wir haben das ja öfter bei Vereinen, dass quasi Leute, die im Verein mitarbeiten, vom Fan zum Vereinsmitarbeiter werden. Haben die noch mehr Herzblut für das Ganze, weil sie eben schon so lange für diesen Verein auch leben? Ja, natürlich, dieser Weg vom Fan dann rein als Mitarbeiter, das ist implementiert für mich ja auch natürlich, dass da ein Traum in Erfüllung geht, weil ansonsten würden sie es ja auch nicht machen. Und oft hört man auch natürlich, ja, vorher jubele ich ihnen zu aus dem Fansektor und dann plötzlich ja, man sieht die Warnung von irgendeinem Spieler, den ich eigentlich vorher nur zugejubelt habe. Und deswegen glaube ich, kann man sich, und das, da wiederhole ich mich sehr, sehr gerne, auch sehr viel von ihnen auch abschneiden. Ja, solche Menschen helfen dann auch den Spielern, sich so richtig zu erden wieder. Manuel, du hast noch eine besondere Geschichte für uns heute bei deinem Verein SC Altach. Ja, heute haben wir die Mannschaft schon genug getadelt. Jetzt muss ich mir mal kurz selber tadeln. Wir haben nämlich eine sehr treue Seherin, die Caro. Und die hat mir eigentlich vor längerer Zeit schon einen Schal geschickt, weil ich ja deklarierter Altach-Fan bin. Und ich habe ihr eigentlich versprochen, dass ich heute diesen Altach-Schal hier in der Sendung auch präsentiere. Und habe aber leider in der Früh mal wieder drauf vergessen. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber ich habe mir gedacht, den Schal, den zeige ich hier erst in der Sendung, wenn die Altacher wieder gewinnen. Ja, und wehe, du vergisst ihn dann aber. Nein, ich habe ihn fix immer mit dabei. Aber vor allem müssen die Altacher erst wieder gewinnen. Ja, Auti, ein Mann, ein Wort. Wir hoffen natürlich, dass das ganz bald ist, dass Manuel Ortlechner eben diesen Schal hierher mitbringen muss, weil die Altacher dann gewonnen haben. Und wir wünschen Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Ausgabe von Dein Verein SCR Altach.